Ich bin schon immer ganz verstrubbt. Da bin ich wieder. Und jetzt bin ich da mit Hupsa, mit dem Action Hall. Ich war auch die Woche, hat der Teil komisch auch in der Action gefahren. Ja, und da habe ich dann noch ein paar Sachen mitgeholt, ne? Das Übliche halt, ne? Und jetzt habe ich gerade. Ich habe ein Video über die Wachsmelz gemacht und jetzt habe ich gerade eins darin gemacht. Ich habe es mir so in der Flur dran, weil ich das war schon ein bisschen stramm, ne? Also, huah. Ja, das war richtig stramm. Ja, mal abwarten, ne? Ich mache nachher mal noch ein anderes an. Also da ist richtig extrem. Also da riecht wirklich der Raum, das habe ich 5 Minuten angehabt, riecht der ganze Raum da nur, ne? Habe ich die Unabuchse von meinem Söhnchen mitgeholt. Dann habe ich die Pompons, so Pompons-Set in schwarz-weiß. Ich finde die da so süß. Da wird man bestimmt was damit entfällen oder auch nicht. Aber ich fand die toll und ich habe gedacht, da kann man bestimmt was Schönes draus machen. Dann. Achso, warte, erst mal da. Da habe ich nochmal eine Mausefalle mitgeholt. Ihr wisst ja, für was ich die gebrauche. Nicht etwa für Mäuse zu töten, ne? Gestern Abend, ne, ist ein Ding passiert. Ich habe da draußen gehuckt. Und die ganze Zeit war schon so Mücke und so Zeug rumgeflogen, ne? Das sehe ich so was Schwarzes so neben mir, so, ne? Ich gucke so und war schon ziemlich dunkel, ne? Da sehe ich nur so, Maus Richtung Türlarve, ne? Ich direkt aufgesprungen. Du kleiner Drecksack, du kommst ja nicht drin, ne? Die hat dann umgedreht. Hört ihr das? Moment mal, grad, ich muss mal gucken, ne, dass das Ding da explodiert. So, bin immer da. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe ja das elektrische Duftding da mit den Tarzler vom Action angehabt. Das riecht nicht so extrem wie da, ne? Also wie gesagt, ich habe es jetzt mit so in die Flur dran. Jetzt habe ich die Kerze ausgemacht, weil es echt richtig ne Duft, ne? Also richtig. Und innerhalb, wie gesagt, von 5 Minuten riecht hier die ganze Wohnung da nur, ne? Also schon von der Duftwahrnehmung her schon richtig krass. So, egal, jetzt, meine Güte, ich war jetzt hier bei Action, ne? Aber ich kann das jetzt ein bisschen ausmachen, weil das sich ganz komisch angehört hat. Dann habe ich die da gefunden. Die Spule. Holzspule. Ich will jetzt nur noch irgendwas erzählen. In weiß lackiert, fand ich toll, ne? Dann habe ich mal das da noch mitgeholt. Ich dachte, ach, mit dem Maritimen da jetzt, ach, ganz toll fand. Das ist jetzt, ja. Dann habe ich, ach, so weiße Klammern, also weiß lackierte Klammern, gefunden. Dieselbe in normal Natur. Moment, ich schaue mal gerade den ganzen Stapel da raus. Dann noch die da in Herzchenform. Genau, und dann auch nochmal die weiße Klammern und die weiße Spule. Ne, weil ja, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen gehabt und dann habe ich sie mir so direkt in Sacke, ne? Klar. Dann, was ist das da? Also noch das in Herz, in Sterneform. Jetzt muss man doch gerade ein bisschen wühle. Dann habe ich mal hier noch die Zahnseide mitgeholt, weil die haben normalerweise immer die kleine Dingers, ja, wo oben so klein Ding mit Zahnseide dran ist und auf der anderen Seite Zahnstocher, ne, wo du dann die haben sie nämlich gehabt, ne? Schade, also die fand ich sau toll, ne? Und jetzt hatte ich gestern war zwischen Zähnen und da, ja, too much informations nochmal, ne? Und da habe ich mal die mitgeholt, also die Zahnseide. 50 Meter drauf. So, ihr wolltet ja wissen, was ich gekauft habe. Also weiß auch.
Dann habe ich nochmal meine heißgeliebte Desinfektionstücher mitgeholt. Ich finde die richtig super. Und die benutze ich auch oft. Oft, weil ich ein geisteskrankes Kind bin. So, dann habe ich noch die Denta Pro Toothpick and Brush 2 in 1. Also da ist auf der einen Seite so ein kleiner Besen dran und auf der anderen Seite Zahnstocher ähnlich. Und der kleine Besen habe ich versucht gestern zu also benutzen und das hat jetzt nicht funktioniert. Ich habe das Ding nicht zwischen die Zähne gekriegt. Ja, deswegen habe ich dann, da ist dann abgebildet, wie man es machen muss. Ich zeige es euch mal. Aber er fokussiert nicht, ne? Ja, wie immer, ne? Gebe ich ja nochmal all mir, kleiner Drecksack. Was da jetzt gerade gehört haben, war, dass ich mit meinem Arm über den lackierten Tisch gerutscht bin, ne? Nicht, dass ich da jetzt andere Sachen denke. Ja, es hat jetzt nicht fokussiert, aber im Geschäft sieht er ja selber, wie es aussieht, ne? Dann habe ich noch 3 Liter Gefrierbeutel mitgeholt. Für meins, der Brot, die Schmärcher in so Packe, also die Frühstücksbrote in so Packe. Dann habe ich, ah ja, kann ich gerade gut gebrauchen. Es ist nämlich gerade noch schön Wetter und ich habe ein bisschen die Wäsche raushängen. Und genau, habe neue Klammern gekauft, weil die Plastikklammern breche alle gab. Also die benutze ich 2-3 Mal und dann breche ich die einfach ab. Trickst du auf, ne, vor auf zu machen und dann macht Pitch. Kaputt. Dann, wo habe ich denn da gekauft? Ich glaube, im Aldi. Das rutscht jetzt gerade so dazwischen, weil ich alles in die Tüte geschmissen habe. Weil, wie gesagt, wenn der Teiko mich schon morfiert und dann muss ich alles insacken, was nicht nur nagelfest ist, weil ich ja, wie gesagt, selber jetzt im Moment nicht fahren kann. Ne? Es ist ein Drama. Upsa. Dann habe ich noch Maki. Den habe ich dann auch. Also Maki darf in keiner saarländischen Küche fehlen, ne? Das ist praktisch ein Muss. Bei vielen Saarländern. Dann habe ich noch die Dorschspule in Natur mitgeholt. Und noch einmal Dingsbums. Mausefalle. Und noch mal Klammern in Natur. Und dann habe ich gerade noch mal Opala. Da fällt mal alles rum. Habe ich mal nochmal die Paperkraft setzt, also da habe ich mal 2 Mal nochmal mitgeholt, weil ich das doch ganz toll finde, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt schon älter, das kennt ihr ja auch schon. Ich fand das richtig toll, das ist auch so Steampunk-mäßig gut zu gebrauchen, fand ich super, musste mit. Dann habe ich einen Block, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den schon mal habe, ich kann es bald nicht. Moment, das macht ein bisschen laut jetzt. Ich kann es bald nicht mal denken, also mal, weil eigentlich sind das doch nicht mehr Farbe, ne? Also nicht mehr, nee, schon mehr Farbe, aber nicht mehr Geschmackssohle jetzt, ne? Weil es ja einfach nur normale Blätter so sind, die halt ein bisschen strukturiert, nicht strukturiert, gemustert sind so jetzt, ne? Also so ein bisschen getupft und gemacht, das meine ich doch damit, ne? Jo, ihr wisst ja, ne? Die Mutti. Ich habe eine Tasse im Schrank. Genau, so. So. Das sieht ja schön aus, ne? Wie so Himmel. Wolkenhimmel. Wolken am Himmel. Genau, den habe ich mal 2 Mal mitgeholt, weil ich gerade mit den Paperkraftsets oder mit dem Lux Paper Block Dinger ja da, ne, die da eignet sich das Papier ja gut als Hintergrund, ne, das, ja, darum habe ich mal die mitgeholt. Genau, und sonst noch was er nicht gesehen hat, ne, jetzt hat er alles gesehen. Das war mein Action Hall und wie gesagt, bei uns gibt es nichts so weltbewegendes, ne, wie bei den anderen. Das so, ja, neue Stanze und Zeich, ne, habe ich alles gar nicht gefunden. Weil sonst hättet ihr jetzt schon gesehen, zumindest bei mir, aber bei anderen, die haben es schon alles schon mal gezeigt. Und bei uns ist halt langweilig, ne, gibt's halt nichts. Keine Ahnung, warum das so ist. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.